Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Heute ist nicht der Jahrestag von Tschernobyl und auch nicht das traurige Jubiläum des Atomunglücks von Fukushima. Und trotzdem ist heute ein Tag, an dem wir dankbar sein können. Dankbar, dass bereits im nächsten Jahr das Atomzeitalter in Deutschland zu Ende ist. Denn heute, vor genau 60 Jahren, am 17. Juni 1961, ging nahe Aschaffenburg in Unterfranken das Atomkraftwerk Karl ans Netz. Es war das erste kommerzielle Kernkraftwerk in der Bundesrepublik. Ein Siedewasserreaktor mit einer elektrischen Leistung von 15 Megawatt. Viel ist das nicht. Es entspricht gerade einmal so viel Strom, wie heute drei Windräder produzieren. Doch bereits ein Vierteljahrhundert später lehrte uns der Super-GAU in Tschernobyl, Atomkraft zu fürchten. Für uns Freien Wähler wurde bereits 1986 klar, dass die Risiken der Atomkraft letztlich nicht beherrschbar sind. Deswegen mochten wir nicht länger daran festhalten. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel sah dies leider erst nach der Atomkatastrophe von März 2011 im japanischen Fukushima ein. Zu spät. Es ist immer wieder herzzerreißend, mit ansehen zu müssen, wie Menschen unter den Auswirkungen einer atomaren Verstrahlung leiden. Infarkte und Schlaganfälle bei 30-Jährigen, Mädchen und Jungen mit schweren Gelenkerkrankungen. Es sind inzwischen die Kinder der damals verstrahlten Kinder, bei denen sich die Spätfolgen der Katastrophe von Tschernobyl zeigen. Und der Tsunami 2011 in Japan hat auf dramatische Weise gezeigt, dass ein eigentlich sehr unwahrscheinliches Unglück doch eines Tages Realität werden kann. So wurde Fukushima zur entscheidenden Zäsur und brachte Deutschland den Beschluss zum endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft. Deshalb kämpfen wir Freien Wähler für den Ausbau erneuerbarer Energien, für mehr Photovoltaik, mehr Windenergie, für grünen Wasserstoff, intelligente Stromspeicher und viel mehr. Wir kämpfen für eine klare Verschärfung des Klimaschutzgesetzes in Bayern. Erst gestern haben wir uns dazu in der Fraktionssitzung intensiv mit Umweltminister Thorsten Glauber ausgetauscht. Denn so haben wir es 2018 in den Koalitionsvertrag geschrieben. Die globalen Klimaschutzziele erfordern konsequentes Handeln zur Emissionsminderung. Auch hier werden wir liefern. Übrigens schon fast eine Ironie der Geschichte. Heute vor 60 Jahren wurde unser energiepolitischer Fraktionssprecher Rainer Ludwig geboren. Genau an dem 17. Juni 1961, an dem in Deutschland das erste AKW ans Netz ging. Wer Rainer gut kennt, weiß, was ich jetzt sagen werde. Erstens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Rainer. Feier schön, genieß deinen Ehrentag und bleib so, wie du bist. Und zweitens, danke für deinen jahrzehntelangen Kampf gegen die Atomkraft, der nun seinen verdienten und endgültigen Triumph feiert. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel, Freie Wähler Landtagsfraktion.